Recht herzlich willkommen zur 52. Folge von Avorion. Ja, wir sind hier irgendwo in so einem Sektor weit weg von weiß ich wo. Und wir wollten hierhin abspeichern. Hat natürlich ergeben, dass das da weg ist. Dann müssen wir das wieder neu setzen, die Koordinaten. Aber da sind Asteroiden, ne? Da sieht man noch was, oder? Okay, fliegen wir mal nicht so schnell, sonst ist das gleiche Schiff kaputt, wenn wir da rein donnern. Da ist aber. Okay, da oben ist unser Ziel. Fliegen wir erst gerade in die Richtung. Ist das da für einer? Nö. Nö. Da tauchen auch noch ein paar auf. Da hinten sind noch mehr. Lass uns mal gerade gucken gehen. Die sind aber alle nicht so, dass man sagen kann, okay, da kannst eine Station drauf bauen. Ist es da hinten einer? Nein, ne? Der wäre riesengroß. Da oben gibt es mehrere. Lass uns mal hier die Richtung fliegen. Oh, hier sind ganz viele. Okay, kann man hier was bauen oder nicht? Das ist die Frage. Ist da was zwischen? Was ist das? Ein viereckiger Block hier. Ist das Titan? Ja. Okay. Der sieht ja schon komisch aus da, ne? Dieser hier. Kann man daraus was machen? So viereckig. Fliegen wir mal näher ran. Kann man mit dem interagieren? Das ist die Frage. Nee. Nicht wirklich. Ich dachte, das wäre jetzt der, den ich brauche, mal um eine Station zu bauen oder sowas. Ja. Hier ist aber auch nicht wirklich was zwischen, oder? Was ist da hinten? Ist das was? Ist das nichts? Nein, ich glaube, das ist nur ein Stück von der Galaxie zum Angucken, ne? Wer ist das? Ein Frachter. Ja. Fliegen wir da weiter lang. Hier irgendwo was zwischen, das ist die Frage. Der ist riesengroß da. Aber auch nicht zum Bebauen, oder? Kannst du nebenher fliegen? Ist hier irgendwo was von Bedeutung? Ich glaube nicht. Wo ist unser Sprungtor? Glaube, wir werden den Weg da wählen. Das bringt ja sonst nichts. Gut, nächster Sektor. Einmal reingucken. Hier ist nix. Wo ist der nächste grüne Punkt? Da. Ja, fliegen wir diese Richtung, ne? Das ist dort lang. 17 Sekunden brauchen wir noch. Hier waren keine Asteroiden, ne? Nein, wir sind alleine. Sprungroute ist berechnet. 7, 6 Sekunden noch. 3, 2, 1, go. Karte, keine Asteroiden, wir sind alleine. Und wo ist diese Marke jetzt? Nachbarsektor, da geht's lang.
Hyperantrieb muss erst wieder laden da oben. 6, 3, 2, 1, go. Und wo sind wir jetzt? Ladung muss er. Okay, hier sind ganz viele Asteroiden. Und 3 Schiffe im Sektor. Ja. Mal durchschauen, ein bisschen. Ich fliege mal gerade in diese Richtung, weil da so ein paar mehr sind hier links. Und was ist hier Besonderes? Der ist besonders groß, aber mehr auch nicht, ne? Fliege mal näher ran. Kann man hier was bauen? Kann man hier interagieren? Ich weiß nicht mehr, war das 12, 10, 9? Keine Ahnung. Das sieht alles nicht danach aus. Ist da was zum Interagieren drin? Auch nicht wirklich. Ist hier irgendwo einer? Ich möchte endlich so einen scheiß Asteroiden haben, den man abbauen kann. Kann nicht so schwer sein, sowas zu finden, oder? Sieht der nur so komisch aus oder ist das einer? Es könnte einer sein. Es könnte einer sein. Der Form nach zu urteilen, ist das ein Asteroid zum Abbauen. Wir haben den ersten wahrscheinlich gefunden, oder? Und dann auch noch Titan. Noch besser, wenn. Müssen noch näher ran. Nur wie nah? Ich weiß es nicht, eigentlich so. Aber es kann doch jetzt nicht sein, dass das nicht passiert. Der ist es. Man sieht jetzt ganz klar die Bauweise dieses Teils. So müssen die aussehen, damit man die claimen kann. Nur, es geht leider nicht. Liegt es jetzt daran, dass der, sag schon, aus Titan ist, oder was? Was ist mit dem da? Der sieht auch anders aus wie die anderen, oder? Nee, doch nicht. Ja, schade, ne? Dass das jetzt nicht unser Ziel ist. Warum nicht? Ist er von jemand anders schon besetzt? Nein, oder? Ich bin noch nah genug dran, oder? Bom, jetzt sind wir hundertprozentig nah genug dran, weil wir gegengestoßen sind.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen ärgerlich. Da ist ein Slot. Frei oder was? Oder wie? Ist das deaktiviert? Ah, das ist jetzt hier nicht aktiv, weil, ne? Radar-Upgrade. Koopsteuerung auch nicht, Hangar. Ja, Fracht, Systeme. Leute ist auch klar. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir weiter? Gut, wir wissen auf jeden Fall, dass der hier ist. Das bedeutet, gehen wir auf die Map. Notiz hinzufügen. Titan. Asteroid. Gut. Wenn ich jetzt irgendwo anders hingehe, glaube, dann ist das zu erkennen, was da unten steht, durch die drei Linien. Okay. Jetzt müssten wir nur gucken. Da ist noch ein grünes Blip. Die geben wir schon mal ein. Jetzt sind fremdartige Schiffe wahrscheinlich gerade gekommen. Ja, genau so ist es. So, jetzt brauche ich erstmal die Richtung ausrichten. Und dann sind wir jetzt erstmal weg. Gut, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen gefunden. Jetzt sehen wir das gleich auf der Karte, wie es da aussieht. Ah, wir haben hier Tore. Das ist auch sehr schön, dass wir hier wieder Flugmöglichkeiten haben. Da steht Titan-Asteroid. Okay. Hier sind auch Asteroiden. Hat es damit zu tun, dass wir hier in einem Sektor sind, der nicht unsere Richtung ist oder was? Aber da ist kein rotes Tor, ne? Ist ein grünes Tor, oder? Wo geht denn das überhaupt hin? Erstmal hier. Norden, Süden, Westen. Da ist auch noch eins. Welches ist das? Das ist das Süd-Südwest-Tor. Dann nehmen wir erstmal das. Ich fliege mal die Richtung erstmal. Ja. Durch dieses Tor müssen wir kommen. Ist da noch so ein Asteroid? Nein, ne? Da fliegen wir hier weiter erst. Ich glaube, hier ist jetzt auch nicht unbedingt. Sieht schon komisch hier aus, ne? Diese Asteroiden. Na komm, wir fliegen jetzt mal durch das Tor hier und gucken, was dahinter ist. Es ist ja befriedetes Gebiet vielleicht wieder, oder? So, dann sind wir hier. Und hier ist nichts mehr rot. Das ist schon mal gut. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier was finden, wo wir sagen können, das ist so ein Asteroid, den wir haben wollen. Ist hier was bei? Nö. Nicht wirklich, ne? Die sind zwar riesengroß hier links, aber leider nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Gut, hier war nix in diesem Haufen. Was ist denn das für eine Station da? Eine Waffenfabrik. Ach, da können wir selber die Geschütztürme bauen. Ne, das wollten wir ja nicht.
Dann fliegen wir. Das ist jetzt hier das Nord-Nord-Ost-Tor und das ist das West-Tor. Jetzt gucken wir mal gerade dahin. Da unten sind zig Schiffe gekommen oder wie sehe ich das? So. Hier mal ein bisschen umgucken. Ist aber auch nichts drin, ne? Gut, okay. Ah, das sind Kaufleute, okay, die werden jetzt nicht unbedingt angreifen, ne? So, gucken uns die Karte nochmal an und müssen in das West-Südwest-Tor, ne? Wo ist das West-Südwest-Tor? Das ist es nicht, weil West-Tor? Doch, das ist das West-Tor. Das ist schon das Richtige. Es war zwar etwas südlicher, aber wird wahrscheinlich dann doch das richtige Tor sein. Lass mal gerade einen Check machen. Ne, ich glaube doch nicht. Das ist nur ein anderer. Das Tor ist rot. Das heißt, wir haben hier zwischendurch einen Sektor, der nicht rot ist. Und dann geht's wieder weiter. Okay, dann ist das so. Dann fliegen wir da jetzt rein. Und schauen, wie es dahinter aussieht. Vielleicht ist das auch nur ein Sektor und dann geht es wieder in ein befriedetes Gebiet. Ja, gute Frage, ne? Da hinten ist ein Tor. Das ist das Nordwesttor. Und wir haben auch ein Südtor. Lass uns das Südtor mal nehmen. Obwohl, da steht auch noch, dass es. Sag schon, ja, ein anderer Sektor ist, also ein roter Sektor ist. Aber das nehmen wir jetzt noch. Hoffen, dass wir dann nach Osten kommen, weil ich glaube, in Richtung Osten könnten wir dann vielleicht. Nee. Aber hier ist es auch nicht friedlich, das Gebiet, oder? Wo ist denn das andere Tor jetzt? Da oben. Komm, da fliegen wir auch noch gerade hin. Hier links im Nebel sind nur Asteroiden. Aber hier ist alles auch nicht richtig. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir in einem befreundeten Gebiet sein müssen, um diesen Dingens zu claimen, sag schon. Den, wie heißt er? Asteroiden zu claimen. So, einmal da rein. Und schauen wir da rein, was da los ist. Alles rot. Nur wieder ein Tor weiter nach da. Kein passender Asteroid hier in der Nähe, oder? Kann man natürlich sehr gut sehen. Der Sektor ist sauber, klar. Waffenfabrik. Lass uns weiter nach da fliegen. Was hier so rumfliegt. Ich habe jetzt keinen gesehen.
Nordosttor, nee, das war es dann nicht. Südtor und einmal da noch rein. Geht schnell. So, dann gucken wir, was dahinter ist. Und es geht noch weiter südlich. Das Tor liegt dort hinten, aber ich denke, wir werden hier erst eine Pause machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.